Und jetzt craftet er irgendwas mit dem Rubin, mit dem Emerald und dem anderen Material, was ich jetzt irgendwie nicht zuordnen kann. Er macht sich einfach mal dieses fette Rubinschwert von vorhin. In diesem Video sehen wir einfach mal Minecraft in real life, also wirklich in der Realität. Wir sehen schon, der Typ läuft hier einfach mal herum und baut ein wenig Eisen ab. Unfassbar, hier craftet er einfach mal in real life. Wenn ihr vielleicht wollt, dass ich auch mal so ein Minecraft in Real Life Video mache, lasst mal gerne an dieser Stelle einen fetten Like da, lasst ein Abo da. Ich wollte das schon mal machen, nur das ist halt super aufwendig. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinbekomme. Aber an sich hätte ich da auf jeden Fall richtig Bock drauf. So, wir sehen auf jeden Fall hier schön einen Ofen gemacht. Bam, platziert er jetzt. Und jetzt schmelzt er einfach mal hier ein bisschen Eisen. Oh mein Gott, zwei Eisen hat er sich jetzt hier einfach mal herausgeholt. So, was ist der hier noch? Okay, jetzt craftet er sich Sticks. Oh ja, sehr schön, sehr schön. Er craftet sich Sticks. Er craftet sich mit Sticks ein Schwert, wollte ich sagen. Ein Eisenschwert. Und da haben wir es, Leute. Das Eisenschwert sieht richtig geil aus, ne? Kann man sich bestimmt irgendwo bestellen. Lol, er kämpft einfach mal gegen einen... Was soll das sein? Ich denke mal, das sollte... Das sollte doch wahrscheinlich ein Zombie sein. Leute, was denkt ihr? Was ist denn das für ein... Was ist das für ein Mob? Ich denke mal, ein Zombie. Also zumindest wegen diesem grünen Shirt. Wobei haben die nicht... Ist ja auch egal. Er haut ihn einfach kaputt. Und wir sehen, bam, er hat einfach mal eine geile Kiste. Oh, was haben wir denn hier drin? Ein paar Skelettköpfe. Lol, ein Rubinschwert? Ein Rubinschwert? Also... Oder ein Redstone-Schwert. Ich weiß nicht, irgendwas in die Richtung. So, jetzt platziert er hier die Kiste hin. Was hat er hier drin? Lucky Block hat er einfach mal. Mhm. So, jetzt baut er diesen Lucky Block ab. Er bekommt einen Brick heraus. Was? Was macht er jetzt mit dem Brick? Ein Haus bauen? Nein, er baut jetzt nicht wirklich ein Haus, oder? Alter. Lol. Ey, das war geil gemacht, ne? Wie geil war das gemacht? Auf jeden Fall richtig coole Idee. So, wir sehen hier das wunderschöne Haus. So, jetzt wirft er den Stein dagegen. So, jetzt hat er hier... Hat er ganz viele Monster auf einem Block. Keine Ahnung, was das sein soll, um ehrlich zu sein. So, baut er ab. Lol! Sowas wie ein Monster-Spawner, oder was? Da sehen wir einmal einen Creeper mit einem Diamantschwert und einen Enderman, glaube ich. Lol, den einen haut er kaputt, den zweiten, bam, haut er auch kaputt. Kann man mal machen. Kann man mal machen, let's go. So. Oh, 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 oh. Leute, natürlich Like nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt, für weitere Minecraft- Reaktionen. So eine Enderperle haben wir hier am Start. Und er nimmt sich... Lol, er hat zwei Gunpowder gedroppt als der Creeper. Und das Diamantschwert nimmt er auch. Lol, das ist aber so ein krasseres Diamantschwert, ne? So, was macht er jetzt? Zwei Gunpowder, zwei Steine. Ist das ein Kuchen? Hä? Aber oben ist irgendwie... Hä? Kuchen TNT? Lol, gibt er jetzt diesen... Diesen Zombie-TNT, aber... Ach, er denkt, es ist Kuchen, aber er explodiert deswegen. Lol. Okay. Smart, smart auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier wieder einen Lucky Block am Start. Jetzt platziert er hier den Lucky Block. Und baut ihn jetzt ab, oder was? Oh ja, jetzt kommt einfach mal Alex heraus. Mit einem Steinschwert. Alex hat nur ein Steinschwert. Lol. Wie krass sieht denn diese Fackel aus? Lol. Er greift einfach mal Alex mit der Fackel an. Kann man mal machen. Lol, einfach zerhauen. Ach, das ist gar kein Holzschwert. Das ist so eine Art Messerschwert. Großes Schwert. Einen violetten Lucky Block auch noch am Start, ne? So, jetzt baut er hier diesen Lucky Block ab. Da kommt einfach mal was. Da kommt einfach mal ein Steve heraus. Ach, das ist ein Villager, oder? Der macht so Villager-Sounds deswegen. Hä, was ist das für ein Eimer? Das ist ein Lava-Eimer? Das ist doch kein Lava-Eimer. Das ist ein, könnte sowas wie so eine Art Obsidian-Eimer sein. Er trinkt es. Lol, und er kommt einfach mal ins Nether damit. Oder? Nee, das war irgendwie ein komischer Effekt. Einen blauen Lucky Block hat er ja am Start. Baut er auch ab, oder was? Ja. Lol, da war einfach mal richtig cooles Equipment drin. Ein Diamantspitzhacke, ein Diamantschwert, Diamantrüstung habe ich sogar schon gesehen. Alter, richtig cool. Gerne abonnieren, Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, ne? Ist ja ganz klar.
So, Diamantschaufel, Diamantrüstung. Lol, Diamantwaffe sogar. Lol. Bam, einfach mal damit geschossen. Da haben wir die Diamantaxt. Ja, kann man schön Holz mit abbauen. Lol, hä? Ein Crafting Table da rumrennt? Wer ist denn das? Steve? Nein, warum greift der Steve an? Er will einen Ofen. Er nimmt sich das gebratene Fleisch. Hä, der hat doch genug Hunger. Der hat doch gar keinen Hunger mehr. Lol. Hat ja keinen Sinn. Er macht sich einfach mal einen goldenen Apfel. Lol, und da haben wir jetzt wieder einen Zombie. Er greift einfach diesen Zombie an mit dem goldenen Apfel. Hä? Okay, verstehe ich nicht. Ist das ein Villager? Oh, er greift diesen Creeper an. Oh, lol. Mit dieser komischen Pistole. Es explodiert der Creeper. Nein. Hä, von wo hat er aber mal die Waffe? Wie komisch ist das denn? So, jetzt hat er dieses farbige TNT. Nein. Und das farbige TNT macht einfach alles kaputt. Noch mehr TNT. Oh Gott. Das TNT wurde ihm nur aus der Hand geschossen. Oh, oh, oh. Nix da, Creeper. Er wollte schon angreifen, aber wir haben hier ein, was soll das sein? Ein Masterschwert von Zelda soll das, glaube ich, sein. So, was macht jetzt hier Steve? Der hat... Was hat er sich da gemacht? Nein, Creeper, hör doch auf! Er gibt mir ein Schwert. Hä? Was? Er tötet ihn einfach. Nein. Warum? Oh, er hat eine Potion genommen. Haut ihn weg. Und das ist ein... Was ist das für ein Material? Boah, keine Ahnung, was das für ein Material sein soll. Hier hat er schön Milch. Trinkt er auch nochmal? Hä, ist das ein Apfel? Ich weiß gar nicht. Ist das ein Apfel? Also scheint auf jeden Fall ein Apfel zu sein, weil wir sehen, unten in der Leiste ist auch ein Apfel. Jetzt nimmt er die goldene Axt und wirft sie einfach mal auf ihn drauf. Jetzt hat er hier Geld. Lol, die tauschen einfach Geld gegen einen Pilz. Lol, der Pilz war vergiftet. Und jetzt klaut er sich einfach mal das Schwert und er haut mit dem Schwert auf ihn drauf. Lol. So, jetzt bekommt er hier einen TNT-Block. Und was war da drin? Da war Rubin, ein Emerald war da drin? Nein! Verstehe ich irgendwie nicht, warum der die immer zerhaut. So, Crafting Table wird platziert. Bam. Und jetzt craftet er irgendwas mit dem Rubin, mit dem Emerald und dem anderen Material, was ich jetzt irgendwie nicht zuordnen kann. Er macht sich einfach mal dieses fette Rubinschwert von vorhin. Lol. Und jetzt kämpft einfach mal gegen alle anderen. Hier, einer nach dem anderen. Check ich irgendwie nicht, warum der auch immer wieder Steve und Alex angreift. Voll random. So, jetzt haben wir hier wieder den Ofen am Start. Und jetzt macht er sich was? Jetzt macht er... Hä? Er hat es zurückgecraftet? Was? Er hat es einfach... Okay, was macht er dann? Okay, dann läuft er einfach mit dem Equipment ein bisschen herum. Okay, warum nicht? Ne, kann man auf jeden Fall mal machen, Leute. Ich würde sagen, in dem Sinne... Wenn ihr vielleicht noch weitere coole Minecraft Real-Life-Animationen sehen möchtet, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Da sind auf jeden Fall noch einige am Start. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Ciao, Leute.